soll daran denn nett sein? Ich hatte mich einfach gefragt, wie so ein böser, unheilvoller Ort wohl aussehen mag. Und jetzt weiß ich es. Ihr kommt zu spät, Larius. Übergebt mir Hawk und ich gewähre euch einen schnellen Tod. Hawk hat ihre Wahl getroffen. Die richtige Wahl. Die richtige Wahl oder die einzige? Soweit ich weiß, habt ihr Malcolm Hawk keine Wahl gelassen. Das ist Vergangenheit. Es spielt keine Rolle mehr. Larius? Was hat Janneka damit gemeint? Woher weiß sie davon? Alec, habt ihr es ihr erzählt? Malcolm Hawk hat sich gesträubt und musste überzeugt werden. Ich war Kommandant der Wächter. Es war meine Pflicht. Ich habe ihm ein Ultimatum gestellt. Helft uns, oder ihr werdet sie niemals wiedersehen. Ihr habt was getan? Ihr wolltet unsere Mutter töten. Nein, das ist nicht wahr. Er kam mit uns. Ich musste nicht über ihr Schicksal entscheiden. Sie hat niemals erfahren, was zwischen Malcolm und mir vorgefallen ist. Das entschuldigt nicht, was ihr getan habt. Seht ihr, Hawk? Wie könnt ihr irgendetwas von dem glauben, was Larius euch erzählt? Larius' Drohungen mögen abstoßend gewesen sein, aber was Korypheus betrifft, hat er recht. Ihr könnt freiwillig mitkommen oder auch nicht, Hawk. Ich brauche nur euer Blut. Schlagt ihn, bevor er erwacht, bevor seine Stärke zurückkehrt. Der Schlüssel, er ist nicht stark genug. Nutzt euer Blut, befreit ihn und erschlagt ihn. Das scheint den Zauber geschwächt zu haben. Fehlen nur noch drei. Ich schätze, er wird uns wohl nur in Frieden lassen, wenn wir es tun. Er ist jetzt fast frei! Spürt ihr das? Es ist, als würde sich irgendetwas lösen. Ist dies ein Traum, aus dem ich erwache? Bin ich im Reich der Zwerge? Warum wirken ihre Wege so leer? Ihr, dient ihr im Tempel Dumats? Dann bringt mich dorthin. Ich muss mit dem ersten Akolyten sprechen. Dumat war der erste der alten Götter, der zum Erzdämon wurde.
Seit den Tagen des alten Reichs von Tevinter gibt es keine Tempel mehr, die ihm geweiht wären. Ihr seht menschlich aus. Seid ihr keine Bürger des Reiches? Dann vielleicht Sklaven der Zwerge? Was führt euch hierher? Wer auch immer ihr sein mögt, ihr seid jedem Magister Tevinters Ehrerbietung schuldig. Auf die Knie, ihr alle! Ihr seid dunkle Brut. Dunkle Brut. Ihr wütet in den tiefen Wegen und verbreitet die Verderbnis. Na, erinnert euch das vielleicht an etwas? Ihr seid es, was mich hier festgehalten hat. Ich kann das Blut in euch riechen. Dumat, Herr, sag mir, wie komme ich hierher? Welch Wachtraum ist dies? Das Licht. Wir suchten das goldene Licht. Du versprachst uns die Macht der Götter selbst. Aber es war schwarz, verdorben. Seitdem nur Dunkelheit. Wie lange? Die goldene Stadt. Der erste Frevel. Die Magister, die uns die Verderbnis brachten. Das ist lächerlich. Es gab keine magischen Schreckensgestalten, die in die Stadt des Erbauers eindrangen. Das ist nur eine Legende. Es ist nichts anderes als Propaganda der Kirche. Sofern Corypheus nicht echt ist, ist jeder, der weiß, was geschehen ist, seit langem tot. Und ihr findet nicht, dass das der Kirche ein wenig zu gelegen kommt? Wovor fürchten sich denn alle vernünftigen Männer und Frauen in Thedas? Vor einer Verderbnis. Warum sollte man sie dann nicht auch einfach den Magiern anlasten? Welch eine Art zu sprechen ist dies? Wie lange habe ich geschlafen? Er hat die Welt verdorben. Er spricht zu allen, die die Verderbtheit in sich tragen. Dunkler Brut, Wächtern. Er hat Janika hierher geführt. Und euch... Wenn er die Wächter gerufen hat, um ihn zu befreien, welchen Plan verfolgt er dann? Er scheint verwirrt zu sein. Er hat geschlafen. Solange die Siegel intakt waren, konnte er nicht erwachen. Er weiß nichts von der Zeit, die vergangen ist. Wir müssen ihn augenblicklich töten, bevor er vollends zu sich kommt. Wenn er schon die schwarze Stadt erreichen konnte, wer weiß, wozu er da noch fähig ist. Wir müssen ihn vernichten. Die Stadt! Sie sollte aus Gold sein. Sie sollte uns gehören. Wenn ich nicht mit euch gehen kann, gehe ich durch euch. Ich suche das Licht. Das Blut, Herr, das Blut gehört mir. Dumat, gewähre mir deine Macht. Das Feuer in meinen Adern. Ihr könnt meinem Feuer nicht entkommen.
ihr jämmerlichen Insekten! Gewähre mir deine Macht. Die Macht ist mein. Ich bin wiederhergestellt. Huschende kleine Ratten. Das Labyrinth schließt sich. Sterben, bevor ihr mich auch nur berührt, Wurm! Nicht mehr! Oh oh, jetzt wird's los! Die erschließen sich! Du Mart, gewähre mir deine Macht. Die Blitze durchdringen mich. Spür die Kälte. Ihr könnt nicht vor ihr davonlaufen. Ihr könnt nicht entkommen. Als ich dachte, aber nicht stark genug. Ein wenig mehr! Hat sich die Luft ein wenig abgekühlt?
Jetzt können wir uns entspannen.